mein Gott. Holy shit, Leute. Wir sind schon direkt drin, ey. Alter, 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 Alter. Freunde, Freunde, Freunde. Herzlich willkommen zum Grande Finale von Splatoon 3 mit dem Grand Festival. Oh, ich bin so gespannt, ne? Es war so ein Akt, diese ganzen Videos bis zum Grand Festival hochzuladen. Ich schwöre es euch, das war so eine anstrengende Woche. Aber jetzt haben wir es hinter uns und das Grand Festival kommt hoffentlich, wenn alles nach Plan läuft, am Dienstag raus. Der erste Part, dieser hier. Am Mittwoch kommt der nächste und am Donnerstag kommt der letzte. Es werden drei Parts folgen. Ja, ich will nicht weiter rumlagern. Ich habe schon das Team gewählt. Ich werde euch dann Gründe auch noch erzählen. Aber wir gucken erstmal rein, was hier gerade los ist. Denn wir sind anscheinend schon auf dem Grand Festival Platz. Das ist crazy. Wir haben einfach die Lobby aber gerade verlassen. Let's go. Deep Cut, verrat uns, was los ist, ey, bitte. Oh! Wer wird, wer ist dabei? Wer kann jetzt die Welle? Übrigens, ihr kennt euch für irgendeine Steppe, seid live dabei. Und mal, ihr bei irgendwo. Mohimataro. Okay. Das Grand Festival hat begonnen. Darauf hat die Welt gewartet. Alarm Steppe, jetzt war schon ein Team wählen und mitmachen. Seid ihr bereit, Feiergeräte zu ballern? Im Lobbykampf braucht ihr die Regel. Dort erfahrt ihr genau, wie es weitergeht. Das Bettfest ist im vollen Gange. Im Ergebnis der Aufwärmphase. Welches Team hat gewonnen? Ich muss es wissen. Aufwärmphase, welches Team hat die meisten Kilos von Aragadas? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, Team Gegenwart. Ja, tatsächlich. Ganz knapp. Oh, wie knapp, Alter. Oh mein Gott, Team Vergangenheit ist richtig strong. Boah, Team Vergangenheit richtig krass. Alter, wie knapp das ist. Alle 33%. Außer Zukunft. Zukunft komplett reingeschissen, leider. Ja, leider. Ihr habt wahrscheinlich auf Partner schon gesehen. Oder ich weiß nicht. Ah, nee, ich glaube noch nicht. Ich glaube, ihr wisst noch gar nicht, welches Team ich bin. Schwerfallweise, Leute. Aber jetzt geht es richtig los. Wie schaffen das alle? Okay. Ein Update. Was sind das denn? Ja, Software-Update. Das war halt, dass die Final-Fest-Daten reinkommen. Okay, die Nachrichten sind ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Wir haben Kuisada Queen als Dreifarbkämpf. Ich habe gehört, dass die Dreifarbkämpf Tricolors immer rotated werden. Und Tricolors ist schon direkt am Anfang verfügbar. Und damit wäre alles gesagt. Das hat euch heute eigentlich gefallen. Ich mache Feierabend. Das war's, ihr Schurken. Und denkt dran, jetzt und heute. Catch you later. Oder macht bald, Leute. Wir sind da. Oh. Wir hören deinen Song, ein Zephyr-Song. Okay. Wir machen es so. Wir machen Teilerkundung in jedem Part, weil ich möchte nicht die Parts so lang füllen. Ich will jetzt nicht im ersten Part alles erkunden. Von daher, ja, wir machen es so, dass ich halt immer jedes Mal ja, in einem Part halt immer alles zeige. Zum Beispiel jetzt hier in dem Part werde ich wahrscheinlich hier den Bahnhof zeigen und dann die erste Arena da. Und dann im nächsten Part werden wir das andere nochmal anschauen. Weil ich möchte nicht die Parts so lang füllen. Die haben einen Truck, Alter. Crazy. Aber ja, zur Veranstaltung des neuen Grand Festivals, des Grande Finale, haben wir hier eine neue Area, ein neuer Hub. Wurde hier sogar extra programmiert, also extra gebaut. Im Krater. Man erkennt es auf jeden Fall hier durch den Krater, durch den Ding. Oh, neue Musik. Ah, das ist gut, das ist das Musik, okay. Thomas Tutorial today. Hier sehen wir, dass wir am Krater sind, wegen dem Eiffelturm. Ich weiß nicht genau, wo wir genau am Krater sind, aber na gut. So, hier ist der Eingang mit Halter. Holy shit. Und wir können sogar jubeln, hüpfen, schwenken. Okay. Und schütteln natürlich. Schütteln ist sogar ein Emote. Ich glaube, alles andere nicht. Kenne ich zumindest nicht. Wir können jetzt erstmal hier so eine geile Dusche gönnen, ey. Leider kommt da. Oh doch, da kommt jetzt an! Ey, wie cool! Geil. Ja. Ja, wie geil. Wie cool, Junge. Erstmal ein Foto davon machen. Ah, da konnte ich was. Ja, perfekt. Perfekt. Okay, das ist sehr, sehr geil, ey. Was haben wir noch? Hier haben wir noch ein bisschen was. Boah, hier ist ein ganzer Standhilfe. Und hier auch. Alter, was? Wie groß ist das hier, WTF? Ach, du Scheiße. Okay, okay, okay. Ich weiß ja nicht, wo es lang geht hier, gegangen ist. Hier haben wir die erste Area.
Und zwar, die Squidsisters tanzen hier rum. Oh, wir können die alle hier rumschwenken. Ey, die Tinte klebt immer auch an mir, ne? Geil. Squidsisters. Ah, ich will ein Foto machen. Ich kann doch hier irgendwie auf die Stage oder so, ne? Oben, glaube ich. Ich glaube schon. Ich kann irgendwie kein Foto machen, ne? Ach, egal, mache ich noch danach auf jeden Fall. Aber ja, hier haben wir die Squidsisters. Boah, ist ein bisschen anders, der Remix. Das ist ein Remix von Thomas the Treasure Tree. Das merkt man. Aber ja, wir haben ja auch die Original Colors von denen. Auf der Seeigel. Ist das ein Seeigel? Ich glaube schon. Die Seeigel-Rückbühne ist tatsächlich zurückgekehrt. Das ist ja eine Map von Season 2. Aber kann man so sagen, so nennen. Und ja, genau. Hier haben wir noch Pikmin. Stand hier. Deep Cut. Tentacool und Squid Sisters. Das ist auf the hook. Lol, was macht er denn hier? Bruder! Einfach DJ Octario hier am Dancen. Er unterschreibt gerade Autogrammkarten oder wie? Wie geil. Und deine treuen Fans. Ach stimmt, er hat alles composed hier, ne? Okay. Da hinten geht's wahrscheinlich weiter. Und hier geht's auch irgendwo hin. Okay, das ist die nächste Bühne. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal, denn ich möchte erstmal irgendwo die Lobby finden. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo die Lobby sein soll. Also, keine Ahnung, wo es hier lang geht. Oh, Vergangenheit. Ja, ihr seht schon, ich bin die Zukunft. Deswegen habe ich schade gesagt, leider. Ja, wir gehen aber hier geradeaus, ich weiß nicht, wo es hier lang geht. Ich weiß tatsächlich nicht, wo hier wo die Lobby sein soll, wo man hier reinkommt. Außerhalb von dem hier. Den Bahnhof können wir wahrscheinlich nicht benutzen. Ja, nur Sektor Ordnung können wir natürlich benutzen. Oh Gott, das ist die große Bühne. Boah, da will ich noch nicht hin. Wie kommen wir jetzt zur Lobby hier? Ich glaube, wir kommen hier nicht hin, ne? Ich glaube, wir kommen nicht zur Lobby. Ich glaube, wir müssen das manuell erstmal machen überm Ding. Boah, Alter. Mit dem. Boah. Nein, das ist ein Weg. Der Sohn. Wir sind jetzt im Weg, ey. Geil. Geil, 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 geil. Ist ein einmaliges Erlebnis. Danach wird es dann auf jeden Fall weg sein. Ja, okay, ich habe einfach tatsächlich schon alle Bühnen gesehen, aber ich weiß immer noch nicht, wo die Lobby sein soll. Hier ist Sid. Geht. Ah ja, wir gehen einfach rein. Komm. Es gibt eine Custom Lobby, so wird mir sogar gesagt. Ich weiß aber nicht, wie die aussieht. Mal gucken, wie die aussieht. Bin gespannt. Ich werde jetzt auch nicht cutten oder so wahrscheinlich. Nee. Die Lobby ist dieselbe. Aber wir sehen auf jeden Fall hier. Ja, okay, das ist immer vom Step fest. Wir haben auf jeden Fall andere Musik. Wir haben hier andere Banner, kann man so sagen, hier oben. Ansonsten sieht die Lobby sehr gleich aus. Ja. Ja, es sieht sehr gleich aus. Schade. Naja. Gut. Oh. Andere Musik. Okay, Leute. Wir gehen das erste Mal. Wir können ja direkt schon in den Greiferkampf gehen, ne, wenn wir wollen. Aber. Ich weiß gar nicht, wann spiele ich den Dreifachkampf? Ich weiß es nicht. Scheiße. Wir machen es, glaube ich, so. Ich werde, glaube ich, 2 Runden im Profikampf spielen. Und 2 Runden dann mit Tricolor. Machen wir es so? Machen wir es so. Gut. Let's go. So, erster Kampf im Grand Festival. Die Besonderheit hier ist. Da steht sogar Grand Festival oben, ne? Die große Besonderheit hier ist tatsächlich, dass es doppelte Malkämpfe gibt. Es gibt doppelte mal 10 Kämpfe, es gibt doppelte mal 100 Kämpfe. Und es gibt doppelte 330 Kämpfe. Das ist sehr, sehr geil. Also man kann auf jeden Fall doppelte Chance, nicht doppelte, sondern doppelte Chance darauf, die zu bekommen. Was sehr, sehr geil ist. Und ich habe tatsächlich ein bisschen was vergessen zu machen. Ich habe tatsächlich die Ausrüstung vergessen. Es gibt natürlich auch besondere Ausrüstung, ist natürlich klar. Machen wir aus anlegen kann, das werden wir in der nächsten Runde dann auf jeden Fall machen. Die anderen tragen das hier auch schon. Oh Gott. Hilfe. Und ja, genau. Das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Ja, Kollege, geh mal bitte weg hier. Hallo? Danke. Okay. Okay, gut. Aber ja, es gibt besondere Ausrüstung, es gibt alles besonders. Was ich ein bisschen lame finde, ist die Farbe. Also die sieht ziemlich lame aus, finde ich. I don't know, was sie sich dabei gedacht haben. Weil, ja, die Farbe sieht sehr unspektakulär aus, finde ich. Aber na gut. Ist dann halt leider so. Muss man mit leben. Du bist auch tot. Okay, die Gegner sind wirklich echt schlecht. Also ich weiß nicht, ich hoffe mal nicht, dass Team Vergangenheit jedes Mal so ist, weil
Die sind halt echt nicht gut, muss man sagen. Es tut mir leid, aber Team Vergangenheit ist gerade im ersten Match gegen die gar nicht gut. Aber ja, die Farbe, wie gesagt, ist sehr enttäuschend. Ich habe mir was Besseres vorgestellt, so. Keine Ahnung. Es ist jetzt echt lame, also keine Ahnung. Team Chaos, nicht im Ottenwald. Okay, das ist aber ein Abgrund geschwungen, wow. Chaos gegen Ottenwald viel, viel besser, so. Also, I don't know, was ich da gedacht haben, Alter, keine Ahnung. War auf jeden Fall, ja, genau. Ja, besondere Ausrüstung, besondere Hub, es ist alles besonders und es ist ziemlich, ziemlich geil. Und ja, wie gesagt, wir werden auf jeden Fall dann in den Tricolor gehen. Ich wusste es nicht gar nicht mal, dass der Tricolor schon offen ist. Wusste ich es nicht gar nicht mal. Also ich dachte, der wäre noch geöffnet im letzten Tag oder so erst. Aber nee, der war tatsächlich jetzt schon da. Also ja, ist tatsächlich sehr, sehr geil. So, Kollege, du wirst erstmal hier hops genommen. Du wirst nicht hops genommen, kann man nichts machen. Jetzt werden die uns noch am Ende noch überrennen oder was? Nur weil ich einmal gestorben bin, oder wie? Ich glaube, wie soll das jetzt hier sein? Anscheinend schon. Wir sterben? Nee. Ja, der Sprinkler ist jetzt eine Gefahr. Er ist tot. Oh Gott. Na, scheiße, ne. Fuck, wir werden doch überrannt. Junge, die waren richtig schlecht, die Runde. Ah, Alter, der wird ja doch auch sterben, wahrscheinlich. Die waren ultra schlecht in der Runde. Als ob die uns doch am Ende überrennen. The fuck? So gar keinen Sinn. Okay, es sind, glaube ich, fast alle tot von denen. Also wir sollten das eigentlich noch gedreht haben. Okay, ich glaube, wir haben das sogar noch, weil ich habe die Mitte wieder gecleared. Außer die waren in unserer Base, da haben wir verloren. Aber ansonsten sollte es eigentlich der Win sein. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Perfekt. Gut, perfekt, sehr geil. Wir haben das sogar nochmal umgedreht nochmal. Und? Oder denn ernst? Keine Special Win Musik. Ja, okay, es gibt ein Special Screen, aber leider keine Musik. Ist ja voll belastend. Ach komm. Aber okay. Wir machen es jetzt so. Ich gehe raus, ich schaue das Spiel neu und dann haben wir mal besondere Service-Ausrüstung, was sehr wichtig ist. Oh. Aber nur Musik ist cool. Ja, also Custom Farbe. Und Custom Win Animation, also Custom Win Musik, wäre schon eigentlich ein Muss gewesen. Aber na gut. So, wir gehen kurz raus. Ich komme gleich wieder und wir sehen uns in der nächsten Runde mit einer weiteren. Mit einer, ja, Steadfest, Final Fest Ausrüstung, ne? Oh lol! Guys. Es gibt tatsächlich einen anderen Screen, wenn man das zweite Mal das startet, das Spiel. So, dann gucken wir mal ab. Das ist die Special Ausrüstung. Für das Grand Festival. Und natürlich der Banner. Ist natürlich klar, den lege ich natürlich auch an. Den aber nicht, den aber auch nicht. Und ja, wir haben einfach jetzt die Special-Ausrüstung. Und es gibt ja sehr, sehr viele Ausrüstungsgegenstände. Leider nur Kopfbedeckung, glaube ich, wieder nur. Kann sein. Von daher, ja, wir ziehen mal eine davon an. Wir starten mit der ersten, und zwar die von Aioli. Und das ist Now or Never Stacheln, weil heute ist ja eigentlich der Part von, ja, von Aioli Mune, weil ich das da von mir habe und so weiter. Und deswegen, ja, treten mit der Anrüstung dann an. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, warum bin ich Team Zukunft? Ja, ich habe tatsächlich am Anfang vom Setfest gedacht, dass ich Team Vergangenheit joine. Man sieht doch tatsächlich, dass wir Team Vergangenheit relativ häufig bekommen, anstatt Team Gegenwart, was ich eigentlich nicht gedacht hätte. Ich dachte, Team Vergangenheit ist tatsächlich sehr... Wir haben zwei Step-Best-Musik auch drin. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen spannender. Das ist tatsächlich sehr, sehr geil. Ich meine, das ist bevorzuge ich besser als eine Custom-Win-Musik, wie bei den Season-Step-Best, wo wir einfach nur Custom-Win-Musik bekommen haben und in der Lobby halt Custom-Musik halt haben, so, also neue Musik halt hatten. Sehr geil, finde ich sehr geil. Es ist ziemlich nostalgisch, so ein bisschen die Musik, ey. Finde ich sehr geil. Und wir sind alle tot, okay. Ja. Ah ja, warum habe ich den Zugriff genommen? Ich habe übrigens meine Waffe immer noch nicht gewechselt. Ich kann das nicht mehr. Ich wollte eigentlich meine Waffe noch wechseln. Naja. Das müsste eigentlich nach vorne kommen. Wir kleben hier irgendwo. Nein, ich nicht. So. Kollege, was willst du hier? Er macht mich einfach instant tot. Okay. Ja, ich glaube, das Match kann ich noch nicht wirklich 4 zählen, weil wir sind gerade richtig am Struggeln, muss ich sagen, gegen Team Vergangenheit.
sieht gerade sehr, sehr schlecht aus. Also die nehmen uns gerade komplett auseinander. Ich muss jetzt ein bisschen mal was tun. So, den habe ich gekillt. Als ob da noch einer rechts war. Wo war der denn bitte? Wie ist der bitte hochgekommen? An der Seite war er noch ein Ding, ne? Okay, die sind OP, glaube ich. Also gegen die habe ich gar keine Chance. Die anderen waren absolute Noobs, aber gegen die, sind komplett overboard, Alter. Gar keine Chance gegen die. Die werden uns jetzt komplett abcampen, glaube ich mal. Hm, die müssen mal runterkommen hier, bitte. Komm mal runter, bitte. Ich kann mir die ganze Zeit auf dieser scheiß Plattform, das ist voll OP. Was soll ich denn damit machen? Ja, da kann man doch nichts machen, hä? Weil wenn wir hochkommen, haben wir verkackt. Ich muss die da runterlocken mit der, Ulti auf jeden Fall. Ja, da ist einer unten. Ja, ich hab jetzt einen gekillt. Wow, er hat mich natürlich auch gekillt. Toll. Ja, die Runde wird nichts. Also, kann ich jetzt schon garantieren. Außer wir wipen die am Ende noch. Sieht danach sogar aus. Wir haben zwei Leute gekillt. Und die Airbrush sind, glaube ich, am Start. Ich nehme ein bisschen den Spawn um. So. Oh, jetzt sind zwei Leute tot. Geil. Das ist sehr, sehr gut. Hier ist irgendwo der Bogenspieler. Wo ist der? Okay, der ist tatsächlich tot. Dann machen wir ein bisschen Ulti rein, ein bisschen mehr Fläche zu haben. Oh! Wow, 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 wow. Oh, ich hab's gewonnen, nice. Sehr gut, das war ein wichtiges 1 vs 1. Okay, 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 okay. Jungs, ich muss mich kurz ein bisschen konzentrieren, weil wir verlieren gerade wirklich. Das sieht gerade echt schlimm aus. Machen wir ein bisschen Ulti rein hier. Ein bisschen noch einfärben. Nein, er hat mich noch gekillt. Scheiße. Oh, wenn es einer stimmt, haben wir verloren wahrscheinlich. Oh. Okay, ich habe noch eine Bombe platziert. Vielleicht hilft sie noch. Die hat noch sehr viel eingefärbt dadurch, mit die Bombe. Aber mal gucken. Nee, das wird nix. Mann, nur weil ich gestorben bin am Ende, oder? Fuck, nur weil ich gestorben bin. Ah, lol. Hä? Okay, also wahrscheinlich bei Season 1 oder 2 Musik kriegen wir wahrscheinlich andere Win-Musik, würde ich mal schätzen. Weil warum haben wir jetzt... Oder warst du die erste Runde vielleicht nur? Ach, keine Ahnung. Oder weil wir verloren haben, vielleicht gibt es für einen verlorenen neuen Track? I don't know, Junge. Finde ich sehr, sehr geil. Oder vielleicht liegt es auch an der Ausrüstung. Ich weiß es nicht. Wir wechseln sich jetzt die Ausrüstung und gehen in den Tri-Color rein. So, nun haben wir die Ausrüstung von Limone drin. Davor haben wir ja alle Ulti gehabt. Und wir sind nun im Tri-Color drin. Tatsächlich schon im ersten Part, was sehr, sehr komisch ist, im ersten Part direkt schon in den Tri-Color zu gehen. Aber ja, wir haben tatsächlich einen neuen Tri-Color. Das ist crazy. Junge, was ist da los? Warum ist die in Vergangenheit so beliebt? Und wir haben normal... Okay, wir haben wieder Deep Cut Musik. Deutet... Mal gucken, ob wir halt einen Winner-Elimination haben. Vielleicht lag es an der Musik, vielleicht auch nicht. Weiß ich tatsächlich nicht. Poesia-Qualm habe ich lange nicht mehr gehabt als Tri-Color. Hatten wir das überhaupt mal? Ich glaube nicht. Hatten wir Poesia-Qualm als Tri-Color? Doch, hatten wir, Doch, 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 doch. Kann mich noch erinnern. Hatten wir auf jeden Fall mal gehabt. Ah, ich habe mehr Reichweite als ich. Mann. Aber ja, warum habe ich jetzt Team Zugriff genommen? Das ist natürlich die große Frage hier gerade, die ihr stellt. Ich war am Anfang Team Vergangenheit eher. Und wollte auch eher in die Vergangenheit gehen. Aber, ja, habe ich tatsächlich doch so entschieden, Zukunft zu nehmen. Weil Zukunft ist schon eigentlich das Wichtigste, finde ich. Weil das Ding ist, man strebt halt wirklich die Zukunft an. Man ist, also die Zukunft macht einen die Gegenwart quasi, ne? Man nimmt halt die Zukunft. Also man möchte halt die Ziele von der Zukunft haben, damit man in der Gegenwart die erreichen kann irgendwann. Und deswegen ist für mich tatsächlich die Zukunft am wichtigsten, weil die Vergangenheit, ja... Klar ist es das, also das Ding ist, man sagt halt so, die Vergangenheit ist einem, was es, also ist die, was es gemacht hat, zu einem. Die Gegenwart bestimmt das Hier und Jetzt und die Zukunft ist die Ziele, die man anstrebt, also die Ziele, die man erreichen möchte halt, damit man wirklich, ja, einen Sinn im Leben hat quasi, ne? Und das sind, glaube ich, die drei Dinge, die man immer beachten soll. Ich glaube, die haben auch die einzelnen Member auch als Vorteil genutzt, also haben auch wahrscheinlich als Slogan gesagt, sowas in der Art. Und... Ja, ist das nicht eigentlich auch wirklich die Wahrheit, ne? Das ist das Ding. Und deswegen, ja, wir bestimmen uns einfach jetzt hier und jetzt. Und deswegen ist die Zukunft wirklich am wichtigsten so. Weil ich möchte tatsächlich wirklich, ich habe Ziele im Leben und ich möchte sie auch erreichen. Und das kann ich halt nur machen, so, wenn ich an meine Zukunft denke. So, ne?
Was ist das Ding? Ich hab dich sogar beide erledigt, Alter, WTF. Das sieht gerade so scheiße aus. Oh Mann. Okay, dann ist das Teil jetzt gerade. Okay, das ist ein bisschen grob auch. GG. Aber, ja. Die Vergangenheit ist natürlich auch wichtig. Muss man sagen. Ist natürlich auch wichtig. Weil jetzt die Vergangenheit ist natürlich das, was, was man jetzt, jetzt gemacht hat, tatsächlich schon. Was jetzt passiert ist. Das hat mich jetzt den Menschen gemacht, den ich heute bin. Und ich weiß nicht, Team Gegenwart, natürlich ist die Gegenwart auch wichtig, so, ne? Klar. Gegenwart ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt im Leben, so. Weil das ist natürlich das, was jetzt passiert, so. Eigentlich ist die Gegenwart natürlich objektiv betrachtet von der Frage her die wichtigste. Aber wenn man jetzt wirklich von einzelnen Aspekten geht, kann man darüber wegstreiten, ne? Das Ding ist, es gibt noch weitere Aspekte, die mir Team Zukunft gegeben hat, beziehungsweise warum ich welches Team beitreten würde. Zum Beispiel Team Gegenwart, das Team Vergangenheit würde ich sogar, also spielerische Weise sozusagen, Team Vergangenheit würde ich beitreten, um, ja, wie sagt man das so schön? Was wollte ich jetzt sagen, Alter, Hilfe. Team Vergangenheit wollte ich beitreten, jetzt habe ich den Faden verloren, glaube ich. Naja, wird mir, glaube ich, nochmal kommen, der Faden. Team Vergangenheit wollte ich eigentlich beitreten wegen Switch Sisters. Team Gegenwart wegen der offiziellen Frage, weil was ist das Wichtigste im Leben? Ist halt wirklich die Frage, ist natürlich klar, dass Gegenwart wahrscheinlich auch schon das Wichtigste, einer der wichtigsten Aspekte im Leben ist, so. Und die Zukunft würde ich wahrscheinlich beitreten wegen dem Allerwichtigsten für mich. Und zwar die Zukunft. Die Zukunft vom Game. Die Zukunft von Splatoon. Die Zukunft von Splatoon 4. Und deswegen ist für mich tatsächlich die Zukunft von Splatoon 4 auch entscheidend für das Team gewesen. Natürlich. Wir haben tatsächlich nur die normale Deep Camp Musik gehört, also es kommt wirklich, glaube ich, drauf an, welche Musik ja, spielt. Oder es gibt einfach keinen Winning-Screen-Musik, was eigentlich keinen Sinn macht, finde ich. Aber ich glaube, es liegt einfach daran. Also ich glaube, es ist einfach so, weil, ja. Wegen der Custom-Musik, ne? Wenn Splatoon 2 Musik im In-Game läuft, dann läuft auch in der Winning-Animation halt Splatoon 2 Musik, ne? So sieht's aus. Gut. Nächste Runde. By the way, sind natürlich überall, glaube ich, Grand Festival-Dinger sogar aufgegeben. Oder halt hier nur. Ziemlich nice. So, nächste Runde. Und wir haben tatsächlich wirklich ein Mirror-Match. Diesmal Vision. Diesmal hatten wir eine. Was ist das? Dieser Bass. What the hell? Okay, crazy. Aber ja, es war klar natürlich, dass das Mirror-Match kommen wird. Was für Musik kriegen wir jetzt? Na, schon wieder, ey. Aber Tentacle. Ja, okay, es ist. Ja, will mehr Saison 2 oder 1 Musik haben, Alter. Was soll das hier? Oder liegt es vielleicht daran, weil ich Zukunft bin? Das kann vielleicht sein. Weil ich wahrscheinlich Zukunft genommen habe. Habe ich halt öfter Saison 3 Musik als Saison 1 oder 2 Musik wahrscheinlich. Keine Ahnung. Hier ist schon in der Mitte. Was will der denn hier, ey? Ich habe sogar überlebt. Nice. Ja, genau. Also Team Vergangenheit wegen. Wahrscheinlich Skizze ist das für mich. Weil es ist das für mich die Pirate Isles, weil natürlich ist auch das Deathfest so ein bisschen idle angelehnt, so. Kann man so sagen. Und, ja, deswegen kann halt auch sein, dass es halt auch hier das meine Lieblings-Idles sind. Und deswegen würde ich dann halt die Vergangenheit nehmen würden. Aber, weil auch andere Aspekte natürlich auch noch hier mit einbetreffen hier. Hallo, stirb, danke. Ja, cool, nice. Die Lieder muss noch gekümmert werden. Danke. Und deswegen, ja, weil die Isles sind natürlich auch ein wichtiger Faktor in den Setfest, weil die auch was betreffen, ne? Die machen auch einen Einfluss hier. Und ja, deswegen ist auf jeden Fall auch eine super Sache so. Ne? Genau. Und ja, genau. In Gegenwart, wie gesagt. Warte mal kurz. Alles. Hallo, geh weg. Geh weg. Ach, komm mal, Junge. Okay. So. Und die haben das Ding. Was zum Teufel? Ah ja, ich kam vom Funk aus. Ja, den Gegenwart. Weil, die Frage, ne? Die Frage ist natürlich klar. So. Ist natürlich ein wichtiger Faktor. Muss ich fest, ja. Und ja, deswegen, Team Gegenwart, ne? Ist ja klar. Die wichtigste Frage, was ist das Wichtigste im Leben, ist natürlich klar.
Die Gegner ist natürlich auch sehr wichtig. Was war das gerade für Lag? Oh, ist einer disconnected. Rip, 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 rip. Kann man nichts machen. Ja, kann man nichts machen. Aber, ja. Und natürlich Season 4, ne? Season 4 findet sich ein Zukunftstheme. In Season 4 sehr, sehr geil. Und wir hatten euch schon so ein ähnliches Thema. In Season 2. Team Chaos eher so ein Team Vergangenheit mäßig. Und Team Order, also Team Ordnung, war ja eher so zukunftsmäßig, ne? So basierend. Und das ist eigentlich so ein bisschen ähnlich hier, ne? Das ist das Ding. Es ist ähnlich wie das andere. Und, ja. Deswegen kann man sich auch sagen, yo. Die Zukunft vom Spiel, ne? Dass man jetzt die in Zukunft nehmen möchte. Und das ist für mich tatsächlich der Fall, weil das Spiel ist für mich das Wichtigste. So, ich möchte Season 4 Setting haben in der Zukunft. Und wir haben tatsächlich komplett auseinandergenommen. Und deswegen habe ich tatsächlich auch die in Zukunft genommen. Das ist auch ein Punkt. Natürlich nicht nur wegen der Frage, wer ist das Wichtigste im Leben, sondern auch, wegen den, wegen Team Zukunft, ne? Das ist das Ding. Wegen Zukunft von Season 4. So, ich möchte halt Season 4 in der Zukunft haben und kein Setting in der Gegenwart. So, in der Gegenwart ist tatsächlich ein Feind für mich. Ein sehr großer Feind. Nice. Und deswegen, ja, ich möchte nicht Team Gegenwart Season 4 haben, weil wahrscheinlich wird dieses Wettfest die, Zukunft gestimmen von Season 4, würde ich mal schätzen. Weil es wird wahrscheinlich das große Finale sein. Merkt man auch hier gerade schon. So. Alles ist hier crazy, crazy. So. Und ich kotze jedes Mal an, Alter. Gegenwart die ganze Zeit da oben links. Den Kotzen. Aber ich finde es natürlich cool, dass sie auch die Idols da eingebaut haben. Das ist natürlich sehr cool. Ja, das gebe die. Aber, ja, genau. Weiteres zum Statfest und zum großen Finale dann am letzten Tag erfährt ihr dann, wenn es soweit ist, am nächsten Tag. Denn das war's mit dem ersten Part, dem ersten Tag von Splatoon 3, dem Grand Festival. Ich hoffe, es hat euch gefallen und das ist jetzt hier alles gewidmet an Aioli, Nemone, die Squid Sisters. Haben wir gesehen auf dem Platz. Wir können nochmal kurz nochmal schauen in die Stadt. Die Squid Sisters haben wir gesehen in der Stadt und sehr, sehr cool. So, wir werden wahrscheinlich am Bahnhof rauskommen, ne? Wie immer. Wäre nicht so gut, würde ich nicht so fühlen. In der Mitte. Na, in der Nähe des Bahnhofes. Ah ja. Aber ja, hier in Squid Sisters gewidmet dieses Stepfest hier, diesen Part hier. Boah, geil. Ink me up. Ink me up. Geil. Gut. Dann war's das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann am Tag 2 wieder. Wenn es wieder heißt, Season 3 Grand Festival. Und da wird auch mal alles dann Team off the hook, also Tentacle gibt mit sein. Und ich hoffe, wir werden auch mal Squid Sisters Musik und bekommen, weil wir haben nur Tentacle Kraft bekommen. Ja, kann man nichts machen. Also im Kampf natürlich, meine ich damit. Aber ja, wie gesagt, das war der erste Tag. Das war der Freitag, wo ich das gerade aufnehme für mich. Und der nächste Tag wird dann Samstag sein. Und mal gucken, was da geändert wird. Und am Sonntag wird dann nochmal richtig reingeballert. Der letzte, allerletzte Tag. Nochmal, glaube ich, Nacht und alles. Wird super wunderbar. Deswegen würde ich sagen, bis dann. Und ciao.